Taster drücken. Resident Evil 7 Teaser. Beginning Hour. Entkommen Sie aus dem Haus. Und damit ein recht herzliches Willkommen. Ja, zu dieser kleinen Demo zu Resident Evil 7. Hat man ja ganz viel, also nicht viel, man hat die Demo auch auf der E3 gesehen, also ich habe da jetzt nicht viel von gesehen, ich habe nur ein bisschen paar bewegte Bilder gesehen und habe mir gedacht, das könnte man doch auch mal spielen. Vor allem als alter Resident Evil Freund und alter Resident Evil Horror Freund, weil die letzten Teile waren ja nicht mehr ganz so prickelnd, die war ja immer auf Schießerei ausgerichtet und bla bla bla. Und ja, wo ich das jetzt so sehe, habe ich schon ein bisschen Hoffnung auf einen sehr schicken Teil, den man sich vielleicht wirklich mal angucken könnte, wo man vielleicht mal die Hoffnung haben könnte, dass mal ein bisschen Grusel wieder reinkommt in das Ganze hier, weil Resident Evil ist eigentlich eine geile Reihe und die habe ich immer gerne gespielt, zumindest die ersten paar Teile, wo man da noch ein bisschen Gruselfaktor drin hatte. Jetzt die letzten Teile waren ja nicht mehr so ganz so prickelnd. Aber wie gesagt, wir spielen heute Resident Evil 7 Beginning Hour, die Demo. Und müssen hier aus dem Haus entkommen. Ich habe wirklich noch gar nichts davon gesehen, nur ein paar kleine Szenen. Aber ich hatte jetzt keinen Zusammenhang, also wusste jetzt nicht, wovon es da handelt und worum es da ging bei der E3. Aber ich war sehr geflasht und war auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich das Ganze hier so spielen lässt. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ich weiß nicht, was auf uns hier zukommt. Es ist auf jeden Fall eine kleine Demo. Anfang 2017 kommt das kleine Schmuckstück raus. Und da bin ich mal gespannt, ob wir uns das angucken werden. Viele hatten ja gefragt, ob ich mal wieder Horror spielen kann. Und ich hätte ja auch gern die Outlast 2 Demo gespielt, aber da kommt man nicht so einfach ran. Zumindest sind die Entwickler da ein bisschen komisch, was die Größe des Kanals angeht. Also wie gesagt, muss man mal gucken, vielleicht ändert sich das ja noch. Aber jetzt, heute spielen wir erstmal Resident Evil 7, die Demo zumindest. Und hier haben wir ein nettes Bild von einem älteren Ehepaar. Oho, 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 ein Kamin. Sehr, sehr alt. Das Haus sehr, sehr abgeranzt. Ich weiß nicht, warum wir hier drin sind. Ich hab das genau gehört, Freundchen. Oh, was ist das denn? Ich werde sie an den Steinen zerschmettern. Mhm. Schick. Schick. Das ist ja schon mal ein schöner Satz, womit man hier begrüßt werden möchte. So, zwei Tassen Kaffee oder Tee mit einer Teekanne oder Kaffeekanne. Ein Fernseher. Sie haben keine Videokassette. Okay, anscheinend kann man hier auch eine Videokassette finden. Interessant. Hier haben wir Winnetou. Ein Klavier. Ich hatte es mir schon gedacht, aber hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Also ich werde mir alles genau anschauen. Wir sollen ja aus dem Haus rauskommen, entkommen. Oh, was haben wir denn hier?
Alles klar. Sehr beruhigend. Also oben ist gerade mal jemand drüber gelaufen. Ich glaube nicht, dass er hier drin wohnt, weil, ja gut, es könnte auch ein Penner sein oder sonst was. Was haben wir denn hier? Werkzeuge, Spritzen. Das könnte auch ein Junkie sein, ja. Aber man weiß es ja nicht. Auf jeden Fall haben wir ja gerade ein kleines Intro gesehen, wo zwei Menschen gefangen waren. Einer gefesselt, der andere wurde auch irgendwie zusammengeschlagen und sowas. Und da stand eine Kamera, die wurden wohl gefilmt. Sehr, sehr komisch das Ganze. Ich versuche mir alles so genau wie möglich anzuschauen. Was ist das denn? Ein Anschluss. So genau wie möglich. Also die Wände auch schon total abgerissen hier. Was haben wir hier? Die Sicherung für die Treppen fehlt. Es fehlt eine Sicherung. Ja, das ist mir gerade aufgefallen. Hier ein Stuhl. Gut. Haben wir hier sonst noch irgendwas drin? Was man vielleicht finden könnte, was man vielleicht aufnehmen könnte. Was ist denn mit dem Karton hier? Kann ich da nichts mitmachen? Nee. Okay, wo führt das Kabel hin? Zu so einer Steckdose oder was auch immer. Hier ist auch nichts drin. Hier können wir auch nichts rausholen. Okay. Hier ein nettes Bild von Popeye. Ansonsten ein sehr schönes Wohnzimmer. Würde ich mich auf jeden Fall drin wohnfühlen. Können wir das Licht nicht anmachen? Nee. Ich kann gar nichts machen. Okay. Dann gehen wir einfach mal weiter. Ich kann auch keine Schubladen durchsuchen, oder? Nee. Okay. Gut. Hallo? Jemand zu Hause? Das sollte man natürlich immer fragen, wenn man irgendwo reingeht, was total gruselig aussieht. War ich das? Ach, okay, das war ich. Die Tür war zu. Alles klar. Gut, die Tür ist zu. Was haben wir hier? Ein umgefallenes Bild, wo wir jetzt auch nichts ändern können. Also viel interagieren können wir hier gerade noch nicht. Und einen schwarzen Spiegel. Also ein Spiegel, der aber irgendwie abgeschwärzt wurde. Sehr beruhigend das Ganze. Also bisher ist das Haus sehr einladend, muss ich sagen. Boah, Alter, ich habe mich gerade vor meinem Schatten erschrocken. Meine Güte. Okay. Schauen wir einfach mal. Hallo. Kleine süße Stoffmännchen. Ich glaube, diese Tür ist abgeschlossen. Was haben wir hier? Irgendwelche Spuren? Könnte Salz sein. Da hat man ja Dämonen und so, heißt es ja, kann man damit abschrecken, wenn man die an Fensterrahmen legt, diese Salzhaufen oder an Türschwellen. Ich weiß nicht, könnte sein. Okay, meine Taschenlampe spielt gerade irgendwie verrückt, aber ich bitte geh jetzt nicht aus. Aber die Salzspuren gehen auch raus, wenn das Salz sein soll, ich weiß nicht. Es wäre zumindest jetzt eine Vermutung, weil halt hier die Tür abgeschlossen ist und das ist jetzt, warum sollte hier was Weißes rumliegen, wenn nicht Salz? Also egal, was da drin ist, es soll auf jeden Fall nicht rauskommen. Oder man soll nicht reinkommen. Okay. Ich bleib mal dabei. Es ist alles sehr einladend. Es ist sehr toll hier drin. Netter Fisch an der Wand. Sag mir nicht, dass ich da hoch soll.
Da blinkt irgendwas. Okay. Ein Puppenfinger. Okay, was soll ich mit einem Puppenfinger? Teil der Hand einer Puppe. Aus Zelluloid hergestellt. Ja, schön. Kann ich das Objekt untersuchen? Sieht irgendwie komisch aus. Als hätte der Finger irgendwie mal gebrannt oder sowas. Hast du mal deinen Finger angekugelt, Puppe? Hä? Okay. Objekt benutzen. Wir können... Ich mag es nicht, wenn Geräusche näher kommen. Guck mal, das ist der Ausgang. Der ist auch zugenagelt, ne? Ich würde doch, wenn ich der wäre, würde ich doch irgendwie versuchen, durch ein Fenster zu springen oder sonst was. Jetzt reicht's. Es reicht. Ich will nicht, dass die Geräusche lauter werden. Mach mal die Kiste wieder zu. Sonst können wir nichts machen hier. Okay. Alles klar. Also diese Geräusche sind auf jeden Fall sehr beruhigend. Guck mal hier das Fenster. Als könnte man da nicht irgendwie durchbrechen. Das verstehe ich halt nicht. Hier wieder unser wunderschöner Schatten. Ein Bild einer Landschaft. Wenn man nicht nach draußen will, kann man sich das auch einfach mal an die Wand hängen. Um zu sehen, wie schön es draußen ist. Alles wunderschön. Okay, das ist mir alles gerade viel zu laut, Leute. Egal, wer da oben ist, ne? Du brauchst mir gleich gar... Du brauchst mir gleich gar nicht ins Gesicht springen. Ich will das nicht. Kühlschrank. Der Wasserhahn tropft. Hier liegt noch das alte Essen auf dem Tisch, was... Was erst 5 Minuten alt ist, sieht man. Da liegt eine Flasche. Können wir auch oben das... Nee. Lecker! Hör mal, schöne Hackbraten von Mutti! Alter, kann ich da irgendwas aufnehmen? Boah! Heilige Scheiße, können wir das Ding wieder zumachen? Können wir es gar nicht? Kann ich mich irgendwie bücken? Nee. Kann ich den Puppenfinger vielleicht mit dem Fleisch benutzen? Kann ich nicht, okay. Gut. Da liegt jetzt nichts, was ich irgendwie mitnehmen könnte. Hör auf! Spiel! Bitte! So, die Mikrowelle können wir aufmachen. Strom können wir nicht... Nee. Alter, ist das ekelhaft. Topf können wir auch aufmachen. Warum rollt die Flasche da? Die hat sich doch vorhin... Was ist hier los, Leute? Ich will das nicht. Oh, hier können wir auch alles aufmachen. Nice. Hier ist nichts. Hm. Dort ist ein kleines Schlüsselloch. Okay, wir brauchen einen Schlüssel für diese Schublade. Der ist doch bestimmt in den Topf drin. Oh, Alter,
kein Topf. Kein Schlüssel. Alter Gulasch. Mit Würmern und Zusatz. Okay. Irgendwo ein Schlüssel hier gesehen, Leute. Bah, Alter. Es müssen auf jeden Fall irgendwie Chinesen sein oder so. Weil so Mehlwürmer oder sowas kommt ja eher daher. Also Thailänder oder sowas. Die wohnen hier wahrscheinlich. Das ist die logische Erklärung. Ja. Und zum Nachtisch gab es einfach mal gebratene Krähe. Warum nicht? Ach, das sind wir die ganze Zeit hier. Ich schieb die ganze Zeit das Dings mit rum hier. Ich dachte, was kommt denn hier die ganze Zeit näher? Kann man die Krähe nicht irgendwie untersuchen? Ey, ich will gar nicht. Wart mal weiter. So, hätten wir das auch geklärt. Also wie gesagt, sehr, sehr ordentlich, sorgfältig alles hier durchschauen. Stopp! Psst, psst! Psst! Leise, Mann! Okay, hier können wir nichts mehr machen. Auch keine Schubladen öffnen. Okay, der Schlüssel ist hier anscheinend nicht. Alles klar. Ja, Stühle. Ich bin zu fett, ich weiß. Sorry. Aber hier ist ja auch nicht viel, wirklich viel Platz im Raum, ne? Also deswegen immer ein bisschen ruhig sein. Nett. Die Spinnennetze sehen noch ein bisschen komisch aus, aber wie gesagt, ist ja auch eine frühe Demo. Ansonsten die Grafik ist sehr geil. Es ist mit einer Kette verschlossen. Ja, das habe ich mir gerade gedacht. Wieder das Bild von dieser Frau. Haben die keine anderen Bilder? Okay, Entschuldigung. Das Bild ist sehr schön. Okay. Hier ist nichts, ne? Ich will nur sicher gehen, dass ich nichts übersehen habe. Eins. Irgendwas eins. Okay. Alter, was feiern? Warum? Wofür braucht man bitte so viel Essen? So viel Fleisch? Oh, Bolzenschneider. Hallo? Ist das eine Puppe? Alles klar. Okay. Wo kam die denn jetzt her? Okay, wir haben Bolzenschleider. Da können wir wahrscheinlich schon mal den Schrank mit aufmachen. Aber ansonsten können wir hier nichts mitnehmen, ne? Gucken wir schnell, nochmal schnell alles durch. Nee, 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 nee. Immer dieses komische Klacken ganz kurz, ne?
Ist total schön. Okay, hier kommen wir auch nicht hoch. Die Tür ist zu. Ist verschlossen. Alles klar. Gut. Dann gehe ich mal raus. Schon wieder. Ich will gar nicht wissen, wo das herkommt. Das ist mir gerade ein bisschen zu, ne? Wisst ihr Bescheid. Jedenfalls haben wir erstmal einen Bolzenschneider. Ich hoffe, da sitzt jetzt keiner in der Küche. Alles gut. Okay. Zack. Jawohl. Oh. Videokassette. Verfallenes Haus. Die haben wir doch gesucht. Da wissen wir ja genau, wo wir jetzt erstmal hingehen. Weil wir gehen noch nicht die Treppe hoch. Nö, nö. Das schieben wir schön weit nach hinten. So weit nach hinten, wie es geht. Würde doch jeder machen, oder? Also, wie gesagt, ich wäre schon hier kopfüber durch dieses Fenster gejumpt. Nee, guck mal, das ist da oben voll Kot. Nee. Ich will da nicht hochgehen. Gehen wir mal erstmal. Tobi? Okay, das war kein Hund. Das war kein Hund. Wieder zu, alles klar. Puh. Okay, wir haben die Videokassette. Da wollen wir uns das schöne Schmuckstück mal angucken. Eine Videokassette. Die Aufschrift lautet Verfallenes Haus. Dulvey, 1. Juni. Haunted House. Did you find this guy? Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. Steuern. Speaking of which, make sure the sound is right this time. I don't want a repeat of Amarillo. That was 2 fucking years ago. I don't do ADR. This new guy? I'm not feeling it. Again? Just don't be surprised if we have to make a change. Nicht euer Ernst, Leute. New plan. We do a walkthrough of the inside first, then we shoot the intro. Just like we always do. Just try to say the show's name this time, okay? No problem. Tonight on Sewer Gators, another worthless fucking shithole. Happy? Ecstatic. Okay, das ist auch also einer dieser Verrückten, die immer in verlassene Häuser gehen und denken, da wären irgendwelche Geister, um damit Geld zu machen. Also so sieht er zumindest für mich aus. Are we rolling? Alright, let's go. Okay, dann drehen wir mal einen neuen Vlog. It's locked. Siehste, so kann man doch auch reingehen. Warum kann man nicht so auch wieder rausgehen? So, why are we in hell this time? Do you ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sounds. Ooh, is it haunted? Okay, kein Fleisch. Fuck me. I was an anchor, you know? Weekend sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing. What's the story, Andre?
Abandoned farmhouse, missing family, foul play suspected. The usual. How long did you say this place has been abandoned? 3 years. Clancy, get a shot of this. This will make a great cutaway. Klar, film mich, Alter. Hillbilly Joe and his family go missing. Not hillbillies, the Bakers. Jack and Marguerite Baker. And they were quiet, not backward. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Bad seed, apparently. Ah, shit! I know I should have worn my good shoes. Oh, shit. Glad I had my shots. Although, this would make a great backdrop. Andre, what do you think? Andre? Andre! Andre! Clancy, you see where Andre went? Where is he? Unfucking believable! This is the last time I work with that guy. I mean, producers, they come and go, but a good cameraman like you, Clancy? You stick with me. Da war gerade was im Raum. Ich hab's gesehen. Ich bin zwar der Kameramann und halt meine Fresse. What the fuck was that? Did you hear that? Nee. Andre? Where the fuck is he? Andre, where are you, man? What the hell? You gotta be fucking kidding me. All right, new deal. We find Andre and we go. I mean, fuck this show. Alles klar. Nichts würde ich gerade lieber tun hier. Holy moly. You first. Hehe. Need a nice hero shot of me coming down the ladder. Natürlich. So, you first. Weißt du, was ein geiler Shot wäre, wenn ich dich da runterstoße und man das sieht? In Zeitlupe. In Zeitlupe, Alter. Du Pisskopf. What do you see? Ich sehe eine Leiter, Mann. Nee. Nee. Nein. Das ist. Nee, der kommt, das ist jetzt nicht los. Ich würde mal interessieren. Wir können da halt wirklich wieder hin, ne? Alter, das ist doch echt ein Witz. Shit. Okay. Wir werden jetzt die Treppe hochgehen.
Vielleicht finden wir da ja noch irgendwas. Mein Auge juckt gerade. Entschuldigung. Okay. Also irgendwas hat André angegriffen. Und irgendwas kam da gerade auf uns zugelaufen. Das hat man ja gesehen. Und dann ist alles eskaliert. Aber was ich nicht verstehe... Man sieht ja am Anfang die Herrschaften, also alle, die wir gerade gesehen haben, wie wir aufwachen und wir werden gefilmt von einer Kamera. Wir sind ja wahrscheinlich jetzt der Kameratyp, den wir gerade spielen. Also irgendjemand muss uns ja gefesselt haben. Und dahingesetzt haben. Und ich glaube nicht, dass das irgendwie so ein Monster oder so ein Zombie oder was weiß ich machen könnte. Es sei denn, da wird immer wieder irgendwie herumexperimentiert oder sonst was. Kennt man ja. So. Die Treppe, Ladies and Gentlemen. Ich habe einen Puppenfinger. Gehört ihn jemand? Hallo? Okay, hier ist schon mal Ende. Das ist schon mal gut. Also ich hätte gedacht, das wäre irgendwie krasser hier, die Treppe. Aber das, ich glaube, der richtige Endgegner ist dann da bei diesem Geheimgang im Keller. Wartet mal. Ladies. Ihr habt doch gerade noch in die andere Richtung geguckt. Sag mal, geht's noch? Okay, irgendwas stimmt mit diesem Haus nicht. Wir haben ja gerade auch auf dem Band gelesen, Haunted House. Also irgendwas geht hier, also irgendwas ist hier ganz normal, also, ne. Irgendwas ist hier ganz und gar nicht in Ordnung. Da ist eine, da sind Schubladen. Leute, ihr wollt, komm. Jetzt ist doch mal gut hier. Wir wissen, hier spukt es, da müsst ihr jetzt nicht noch mehr Sachen hier zeigen, ne? Das ist jetzt gut. Wir wissen doch Bescheid. Hör mal. Wir wissen Bescheid. Ja? Ihr seid total gruselig. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich irgendwie mich ablenken will. Nee. Okay, ich glaube, ich muss den Knopf drücken, oder? Ich werde wohl nicht drum herum kommen, den Knopf zu drücken. Denke ich mal. Was ist das? Hey, warum ist es da heller jetzt? Verstehe ich nicht. Ist. Boah, Alter! Hör auf! Mann! Hier schreckt mich da mal vor. Okay. Ich will mich nicht umdrehen. Okay. Alles gut. Puh. Also die Puppen sind auf jeden Fall, die wollen alleine gelassen werden, glaube ich. Sonst würden die mich nicht so angucken. Ich gehe mal wieder runter, ne? Mach's gut. Viel Spaß noch. Spring doch einfach durch so ein verkacktes Fenster, Alter. Bitte. Bitte, spring doch einfach durch so ein Fenster.
Okay. Immer noch ruhig. Also irgendwas weiß auf jeden Fall, dass wir hier sind. Spätestens seit diesem Zettel. Der wunderschönen. Können wir das nochmal gucken oder was können wir damit machen? Ich will das ja nicht verwenden. Können wir den vielleicht den Puppenfinger da reinstecken? Nee. Vielleicht können wir ja den Puppenfinger dafür benutzen. Okay, können wir doch nicht. Vielleicht hätten wir den ja irgendwie als Sicherung benutzen können. Ich meine, der war ja am Anfang, ist ja am Anfang schon angekokelt gewesen. Vielleicht wurde er schon immer als Sicherung benutzt. Man weiß es ja nicht. Ist auch gar nicht so ein verzweifelter Versuch, da irgendwie jetzt was zu machen. Um hier nicht runter zu müssen. Bitte, bitte lass es kaputt sein. Nein. Ich will nicht. Warum kann das nicht einfach nur kaputt sein? Einfach. Ich höre Fliegen. Und Tiere. Hier, Schlüssel. Oh nein, ich glaube, ich weiß, was passiert, wenn wir den jetzt aufnehmen, oder? Das wäre zu einfach. Das ist doch viel zu einfach. Das ist viel zu einfach. Ich sag doch, das ist viel zu einfach. Okay, ich bin, ja. Ich kann hier aber auch nicht runter. Scheiße, Mann. Halt doch die Schnauze. Okay, ich habe eine Idee. Also, Idee. Wir rennen jetzt los. Durch die Küche. In den Hinterraum. Und dann verpissen wir uns einfach aus dem Haus. Easy, oder? Kann ich rennen? Ja, kann ich. Okay. Scheiß auf alles.
Bitte nicht! Bitte nicht! Ich bin friedlich! Bitte, 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 bitte! Raus! Welcome to the family, son. Still. We gotta get the hell out of here. Come on. Die Familie erwartet Sie, Frühjahr 2017. Öffnen Sie die Tür zum Resident Evil Botschafterprogramm. Res 7. Ja, also war ganz nice. Ich frage mich nur, ob man die Sicherung vielleicht finden kann, weil die haben wir jetzt ja nicht gefunden und wir haben ja wirklich alles durchgeguckt. Also ich habe ja wirklich jede Ecke und alles durchgeguckt, deswegen würde mich das mal interessieren. Ich habe gehört, es soll, also ich habe auch eine E-Mail bekommen von dem Herren, der mir gesagt hat, dass ich die Demo runterladen kann. Der hat gemeint, dass es verschiedene Enden gibt, deswegen würde ich jetzt mal gerne wissen, was jetzt noch ein anderes Ende wäre. Also, was hätte man denn jetzt noch anders machen können? Das weiß ich halt nicht, ne? Das würde mich schon interessieren. Vielleicht habt ihr da mehr Ahnung. Vielleicht können wir dann ansonsten nochmal in einem Livestream probieren oder so. Wäre ich auf jeden Fall gerne dabei, falls ihr da Bock drauf habt. Das hat mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut. Das war sehr, sehr geil. Also vor allem, dass man dieses Video, was man eingeworfen hat, dass man das auch noch spielen konnte. Das war schon nice. Also muss man sagen, Respekt. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, was da im Frühjahr 2017 auf uns zukommt. Ich werde auf jeden Fall auf dem Laufenden bleiben und werde euch auf dem Laufenden halten und mal gucken. Vielleicht spielen wir das uns ja mal an. Davor ist ja noch Outlast, also es gibt einiges zu tun, meine Freunde. Es haben ja viele nach Horror gefragt und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, Feedback gerne in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend und lasst euch nicht fangen von der Familie. Also man hat auf jeden Fall gesehen, dass jetzt zum Schluss, als uns dieser alte Knacker da gefangen hat, das war, glaube ich, der Opa auf dem Bild, ne? Glaube ich. Und die Dame war vielleicht die Frau. Irgendwas wird da schon gewesen sein. Auf jeden Fall werden wir das wahrscheinlich dann erfahren, wenn die Vollversion da ist. Es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr dabei wart und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wie gesagt, gerne Kommentare da lassen, falls ihr wisst, wie man noch ein anderes Ende bekommt. Das würde mich freuen. Ansonsten wäre es das erstmal gewesen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann wieder Horror spielen oder in einem anderen Video. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich bin da und bis dann. Was passiert denn jetzt, wenn man weiter drückt? Geht wahrscheinlich wieder von... Geht wieder von vorne los, ne? Alles klar. Gut. Dann bin ich raus. Und das war Resident Evil 7 Beginning Hour. Hab mich gefreut und tschüss. Stopp, 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 stopp. Ich habe gerade Folgendes gemacht. Ich bin... Als ich neu gestartet bin, bin ich gerade mal zuerst hier reingelaufen und dieser Schlüssel liegt noch gar nicht hier. Und jetzt kommt die Härte, Freunde. Guck mal, was hier liegt. Eine Sicherung. Nee. Die nehme ich auf. So. Die soll ja für die Treppen sein. Jetzt bin ich mal gespannt, was denn passiert, wenn wir die Sicherung jetzt hier reinballern. Aber hier können wir das. Es ist nur für die Treppe, ne? Genau. So, wartet mal. Das muss ich jetzt nochmal eben rausfinden. Also ganz ehrlich. Ich habe mal gefragt, ob es verschiedene Enden gibt. Aber klar, man kann ja jetzt schon, ohne dass man das Video gefunden hat und alles, kann man schon hier durchgehen und gucken, was dann hier ist. Die Leiter ist immer noch nicht da. Aber man kann die Sicherung dann finden. Die ist dann nämlich nicht mehr da. Wie gesagt, wir gehen jetzt mal die Treppe hoch und dann gucken wir einfach mal, was dann passiert. Was es mit dem Puppenfinger auf sich hat, weiß ich leider noch nicht.
Hier ist immer noch alles zu. Nicht ernsthaft. Das ist der Dachboden. Da kommen doch die Schritte her, Alter. Was zum Teufel, Alter? Beobachten die uns von diesem Hubschrauber aus? Ein Umbrella-Helikopter. I know who you are. Who are you? Memories hold the truth. Don't let appearances mislead you. Okay. In Erinnerungen steckt die Wahrheit. Welcome to the family, son. Still. Okay, das kennen wir schon. Können wir das weiterdrücken? Oder ist das jetzt ein anderes Video? We gotta get the hell out of here. Come on. Auch beim zweiten Mal ist das nicht lecker. Okay, warte mal. Jetzt können wir aber Folgendes nochmal probieren. Wir holen uns die Sicherung, gehen die Treppe hoch, gehen aber nicht ans Telefon, sondern weiter durch. Was passiert dann? Das werden wir jetzt in Erfahrung bringen, Freunde. Es ist geil, das macht mega Laune. Ja, ja, komm. Also das Ding ist, es ist schon nice. Also wahrscheinlich erinnert natürlich mega an PT. Aber wahrscheinlich wird es dann so sein, Spieler in der Vollversion, dass halt eure Entscheidungen, die Art, wie ihr es spielt, das Spiel komplett auf den Boden stellt, also auf den Kopf stellt. Es kann immer einen anderen Ausgang haben. Das ist mega nice. Also, wir holen uns die Sicherung. Zack. So sieht das Ganze aus. Jawohl. So, die Sicherung liegt da jetzt. Der Schlüssel ist hier nicht, wie ihr seht. Aber die Sicherung. So, ja, nice. Ich weiß leider nicht, wie viele Enden es gibt. Vielleicht weiß das ja jemand. Aber wir gucken uns jetzt einfach mal diese Enden an, die wir jetzt hier auch rausfinden. So, oben rennt ja jemand lang, das wissen wir ja schon. Ich habe die Vermutung, dass die Kleine, also dieses Mädchen oder Frau, auch was auch immer, da drin wohnt, dass es irgendwie so ein Talisman ist, dass sie zurückgehalten wird oder so. Ganz komisch, weil man hat sie ja vorhin kurz gesehen, als wir uns das Videotape angesehen haben. Da hat man sie ja kurz gesehen, als wir daran vorbeigelaufen sind. So, jetzt können wir Folgendes machen. Warte mal, was ist das? Nix. Können den Knopf drücken. Zack. Ach, ich bin so doof. Wir müssen natürlich erstmal die Sicherung reinsetzen. Klar. Dich darf man natürlich nie vergessen, ne? So. Sicherung rein. Dann können wir nämlich die Treppen auch runterfahren lassen.
So, also eine kleine Special-Folge. Muss man ja alles mal gesehen haben. Also es interessiert mich auf jeden Fall, weil es macht einfach Spaß, da so herumzuprobieren, um zu gucken, wie sich das Spiel dann verändert. Es macht schon Bock. Zack! Nice. So, jetzt klingelt das Telefon. Alles klar, aber wir gehen durch. Okay, da können wir nicht viel anders machen. Was passiert denn mit dem Puppenfinger? Wir können jetzt das Telefon halt klingeln lassen und wieder runtergehen. Nur ist die Frage, wo finden wir denn diesmal den Schlüssel dann? Also wo finden wir den? Hier ist der Puppenfinger. Und als wir den Puppenfinger noch nicht hatten jetzt gerade, wurden die Puppen nicht aktiv. Also die haben nicht so rumgepfannt, ne? So sich von Geisterhand bewegt. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Hier vielleicht irgendwas anderes drin? Nee. Okay. Hier ist wahrscheinlich immer noch die tote Krähe, ja. Alles klar. Wasser können wir mal abdrehen. So. Aber wo findet man denn jetzt zum Teufel den anderen Schlüssel? Also den Schlüssel, wo findet man den? Das ist zu, das wissen wir ja. Vor allem, wo kommt die Puppe jetzt her, bitte? Da ist die Puppe. Keine Ahnung, wo die herkommt. Gut, wir gehen mal zurück. Was passiert denn, wenn wir... Ach, man kann so viel machen, das ist so geil. Man könnte jetzt quasi wieder hochgehen und gucken, was passiert, weil das Telefon klingelt ja nicht mehr. Stimmt ja, wir müssen ja den Schrank öffnen. So, wir öffnen mal den Schrank, gehen aber dann die Treppe hoch. Voll der Brainfuck. So, hier ist nur die Kassette. Die lassen wir mal liegen. Die brauchen wir ja jetzt nicht. Mich würde interessieren, obwohl das macht eigentlich keinen Sinn, wenn wir jetzt die Treppe runtergefahren haben, ob das Video sich auch verändert. Okay, das Telefon klingelt immer noch. Schlüssel ist immer noch nicht da. Ob sich das Video verändert, weil wir jetzt die Treppe runtergefahren haben? Das würde mich echt mal interessieren, ne? Wir gehen nicht ans Telefon. Vielleicht klingelt es ja jetzt im Video, Alter. Das wäre so krass. Aber es macht ja eigentlich keinen Sinn, dass das Video sich jetzt verändert. Das macht ja wirklich keinen Sinn. Weil es kann ja gar nicht sein. So, wir gucken uns das Video mal an. Jetzt, wo wir das Video genommen haben. Das Telefon lassen wir klingeln. Jetzt brummt das hier drin. Ich geh mal hoch. Ich geh einfach mal hoch, guck einfach mal, was passiert.
Okay, passiert nichts. Gehen wir mal wieder runter. Ich will gucken. Also die Puppen bewegen sich nicht. Jetzt, wo ich die Treppe runtergefahren habe, bewegen die sich nicht. Also ihr merkt schon, es ist immer was anderes. Aber was passiert, wenn ich hier reingehe? Nein. Ich habe das Brummen gehört. Boah. Stimmt ja, das war ja der Fernseher. Okay. So. Video rein. Zack. Mal gucken. Haunted House, das kennen wir ja schon. Also verfluchtes Haus, bla bla bla. Rehearsal. Also das finde ich immer noch sehr, sehr geil. Dass man das jetzt steuern kann. Wenn ich einfach hier sitzen und sich das angucken muss, das ist schon geil eigentlich. Ob ich jetzt alleine die Treppe hochgehen kann? Das wäre nice. Das probieren wir jetzt aus. Oder in den Raum, wo die Püppchen von der Decke hängen. Wir machen einen Walk durch die Inside first, dann shoot the Intro. Just like we always do. Just try to say the show's name this time, okay? No problem. Tonight on Sewer Gators, another worthless fucking shithole. Ich sehe dich nicht. Happy? Du bist zu hell. Static. Spacko. Boah, ob wir jetzt die Treppe hochgehen können, ne? Das wäre geil. Das wäre echt. Aber eigentlich ja schon. Ich meine, was will er machen? Are we rolling? Ja. Alright, let's go. Get out of the way. It's locked. After you. So, why are we in hell this time? Ich geh mal vor, Leute, ne? Ach, geht gar nicht. What's the prep? Shitty house, spooky sounds. Ooh, is it haunted? Fuck me. I was an anchor, you know? Weekend sub, Pete. Not anchor. What's that? So, hier. Ich weiß schon, was du aufnehmen möchtest. Das ist mal ein guter Mitarbeiter, ne? What's the story, Andre? Zack. Abandoned farmhouse, missing family, foul play suspected. Komm, Leute. The usual. How long did you say this place has been abandoned? 3 years. Clancy, get a shot of this. Hab ich schon. Let's make a great cutaway. Da guckst du, wa? So, Hillbilly Joe and his family go missing. Not hillbillies, the Bakers. Jack and Marguerite Baker. And they were quiet, not backward. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Bad seed, apparently. Ah, shit. I know I should have worn my good shoes. Ey, ich will mit dir mitlaufen. Ich will sehen, was mit dir passiert. Warte! Oh, shit. Glad I had my Mann. Shots. Although... This will make a great backdrop. Andre, what do you think? Andre ist tot, Andre? Mann. Andre. Ja, können wir jetzt hier durch? Andre. Clancy, you see where Andre went? Ja, ich habe gesehen, dass er da hingelaufen ist. Ich wollte gucken, wie er stirbt. Aber er ließ mich nicht. Unfucking believable. This is the last time I work with that guy. Ich habe dich gesehen. I mean, producers, they come and go, but a good cameraman like you, Clancy? You stick with me. Aufteilen ist ja nie gut.
Da hängt das auch alles doch gar nicht, das Zeug, ey. What the fuck was that? Did you hear that? Ja, ich hab's gehört. Ich weiß auch, was da passiert ist. Hier, mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Ach, er muss erst die Tür aufmachen. Okay. Andre? Where the fuck is he? Okay, da ist wahrscheinlich noch alles gleich, ne? Er hat aber auch einen Schiss, der Typ, ne? Andre, where are you, man? Der Videorekorder steht ja noch gar nicht. Und die Sicherung ist noch nicht drin. Ich glaube, ich weiß, wo er hin ist. Aber wir können ja hier nichts machen. Ja, mach mal Hebel. Guck mal, ich hab gefunden. Ich kann hell sehen, mein Freund. Ich weiß, ich war hier schon mal im Haus, in meinen dunklen Träumen. Boah. You gotta be fucking kidding me. Nicht dein Ernst. Alright, new deal. We find Andre and we go. I mean, fuck this show. Boah, krasser Typ, Alter. Guck mal, da unten steht André. Ich sehe ihn jetzt schon. Hallo! Und da stand auch irgendwas. Guck mal, wenn ich jetzt runtergehe. Da steht schon. Nee, doch nicht. So. Kann ich jetzt da durchgehen? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Ah, er geht direkt zu André. Okay, gut. Ja, wunderschön. Wunderschön. Video beenden. So. Das kennen wir ja alle schon. Wie gesagt, es bleibt alles dasselbe. Wir haben jetzt noch ein bisschen was anderes gesehen. Ich weiß nicht, was wir jetzt noch machen können. Der Zettel liegt jetzt aber nicht. Warum liegt denn der Zettel jetzt nicht hier? Okay, der Schlüssel liegt auch nicht hier. Telefon klingelt immer noch. Gut. Ich würde sagen, das wäre es dann jetzt wirklich mal gewesen. Ich weiß nicht, was es mit dem Puppenfinger auf sich hat. Keine Ahnung. Ich kann da auch nirgendwo mit interagieren. Bei den Puppen auch nicht. Habe ich schon ausprobiert. Ja, das wäre es dann jetzt wirklich gewesen. Ich hab das nur mal gerade gemerkt. So, könnte man ja ausprobieren. Und ich bin jetzt wirklich weg. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wie gesagt, Kommentare gerne in die Kommentare. Ja, alles klar, Kevin. Wisst ihr Bescheid. Ciao.